Lüsterkeramiken zeichnen sich durch ihre schimmernd glänzende Oberflächenbemalung mit Silber- und Kupferpartikeln aus. Sie waren ein sehr teures Luxusprodukt. Die Töpfer, die diese Lüsterware herstellten, hielten die Technik über Jahrhunderte geheim. Zuerst trat die Lüsterkeramik im frühen 9. Jahrhundert unter den Abbasiden auf. Kurz nachdem die Produktion von Lüsterware im Irak zum Erliegen kam, tauchte das Verfahren in Ägypten auf. Dort hatten die Fatimiden ihre Herrschaft gefestigt, sodass Wirtschaft und Kultur florierten. Doch in den letzten, unruhigen Jahren der fatimidischen Herrschaft wurde die Produktion von Lüsterware eingestellt. Etwa zeitgleich trat die Technik in Syrien und Persien zutage. Diese zwei Regionen standen unter der Herrschaft der mächtigen Seldschuken. In Persien erreichte die Produktion der Lüsterkeramik ihren Höhepunkt, bis sie dort ab Mitte des 14. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung verlor. Zur selben Zeit gelangte die geheime Technik in das muslimische Spanien. Malaga wurde zu einer florierenden Produktionsstätte von Lüsterkeramiken. Später verlagerte sich die Herstellung nach Valencia. Von dort aus wurde die Ware nach ganz Europa exportiert, wo sie schließlich auch die europäischen Fürstenhöfe erreichte. Sie wurde in Italien und Frankreich und bis zu den Küsten Norddeutschlands bekannt. Im Iran wurde das Geheimnis um die Herstellung von Lüsterkeramiken indes nie vergessen, sodass sie später auch hier eine dynamische Neubelebung erfuhr. Doch auf welchen Wegen genau verbreitete sich die Herstellungstechnik über die Jahrhunderte hinweg in der gesamten islamischen Welt? Vermutlich haben wir die Verbreitung der Lüsterkeramik letztlich den Töpferfamilien zu verdanken, die auf der Suche nach politischer Sicherheit und wohlhabenden Abnehmern zusammen mit ihrem wertvollen Geheimnis kulturelle Grenzen überschritten und sich in verschiedenen Regionen niederließen.